September 1935 auf dem Nürnberger Parteitag der NSDAP Verkündung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. November 1936. Der Psychologe und Psychiater Dr. Dr. Ritter nimmt mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG die Arbeit über Zigeuner an der Rassenhygienischen und Bevölkerungspolitischen Forschungsstelle im Reichsgesundheitsamt in Berlin auf. Mai 1938. Die DFG stellt Dr. Dr. Ritter zur Fortsetzung ihrer Arbeiten zur asozialen Forschung und zur Bastardbiologie eine Sachbeihilfe in Höhe von Reichsmark 15.000 zur Verfügung. Januar 1940, Dr. Dr. Ritter schreibt in einem Arbeitsbericht an die DFG, die Zigeunerfrage kann nur dann als gelöst angesehen werden, wenn das Gros der asozialen und nichtsnutzen Zigeunermischlinge in großen Wanderarbeitslagern gesammelt und zur Arbeit angehalten und wenn die weitere Fortpflanzung dieser Mischlingspopulation endgültig unterbunden wird. Oktober 1941. Der mit der Endlösung der Judenfrage beauftragte Heydrich nennt die Zigeuner in einer Besprechung über die Lösung der Judenfrage als auch zu evakuierend. Winter 1941-42. Dr. Dr. Ritter nimmt an einer Konferenz teil, in der die Ersäufung der 30.000 deutschen Zigeuner durch Bombardierung eigener Schiffe im Mittelmeer erwogen wird. Dezember 1942. Himmler befiehlt, alle Zigeunermischlinge in das KZ Auschwitz einzuweisen. März 1943. Dr. Dr. Ritter berichtet der DFG, die Erfassung der Zigeuner und Zigeunerbastarde ist trotz aller kriegsbedingten Erschwerungen für das Gebiet des Altreiches und der Ostmark wie vorgesehen im Groben beendigt. Die Zahl der rassenbiologisch geklärten Fälle beträgt zurzeit 21.498. Mai 1943. Dr. Dr. Mengele wird Lagerarzt in Auschwitz. Seine erste Tätigkeit besteht darin, mehrere hundert typhusverdächtige Zigeuner ins Gas zu schicken. August 1944. Von den in Auschwitz registrierten 20.943 Zigeunern werden die letzten 2.897 ins Gas getrieben. 3.461 Zigeuner wurden in andere Lager verlegt. Die übrigen sind alle in Auschwitz an Hunger, Seuchen und Gas gestorben. Mai 1945. Der Krieg ist zu Ende. Die Überlebenden der Konzentrationslager werden gerettet. 5 bis 6 Millionen europäischer Juden sind tot. Die Zahl der getöteten europäischen Zigeuner ist unbekannt. Sie wird auf circa eine 500.000 geschätzt. Ich habe 50 bis 60 Personen verloren. Vater, Mutter, Geschwister, Nichten, Tanten. Und ich habe Herzklopfen. Ich hab direkt Angst, da reinzugehen. Ich habe gestern schon geweint im Bus. Ich bin fix und fertig. Ich habe mich das auch gar nicht gleich so überlegt. Und dann wollte ich ja auch mal rein. Ich wollte ja mal jetzt irgendetwas tun. Ich weiß jetzt nicht, mal im Blumen, mal Kerzen anstecken, irgendwas. Ich persönlich war nicht drin, aber meine Geschwister und meine Eltern, meine Nichten, Onkel, Tanten, es waren viele von mir drin. Sind auch meist alle geblieben. Sind meist alle umgekommen.
Da kamen gerade zwei Geschwister raus. Es geht einen durch und durch. Nicht, das also die Erinnerung, die kommt immer wieder bei einem. Nicht, wenn man jetzt da gehen tut, man hat das wieder vor die Augen. Nicht im Lager. Da sind ja die Geschwister umgekommen im Lager, die Verwandtschaft, alles vergast worden. Nicht, und wenn man das so sieht, durch den Kamin gehen tut, das entspricht für mich sehr viel, sehr schwer auf dem Herzen. Nicht? Wie alt waren Sie damals? Ich war ein Mädel von 5, 6 Jahren gewesen. Nicht? Aber ich kann mich gut daran erinnern, wie ich im KZ war. Der erste Lager war Auschwitz gewesen. Es ist für mich sehr schwer, wenn ich da jetzt gehen tue und das besuchen tue nochmal. Ja, das stimmt, das muss doch ändern. Das ist die erste. Guten Morgen. Oktober 1985. Wir fahren mit einer Gruppe deutscher Sinti nach Auschwitz. Unter ihnen ehemalige KZ-Häftlinge. Für sie nach 40 Jahren das erste Wiedersehen eines Ortes, den sie nie lebend zu verlassen glaubten. Auf den letzten Kilometern wird es still im Bus. Erinnerungen werden wach. Wir stehen zurzeit im ehemaligen sogenannten Konzentrationslager Auschwitz, das wie eine Art der Zentrale für die anderen Auschwitzer Lager gehalten werden muss. Vor dem Zweiten Weltkrieg befand sich hier eine polnische Militärkaserne und natürlich das Gelände hat damals ein bisschen anders ausgesehen. Das, was wir heute hier sehen können, ist Originalbild des Lagers vom Augenblick der Befreiung, da alle Gebäude hier im Originalzustand erhalten geblieben sind. Wenn wir also in Betracht nehmen, dass wir auf diesem Gelände 28 Gebäude haben, wobei nicht alle als Unterkünfte für Häftlinge vorgesehen waren, dann kann man sagen, dass es Perioden gab in der Geschichte dieses Lagers, wo auf einmal in jedem von solchen Gebäuden sogar über 1000 Menschen untergebracht waren. Aber in dieser Hinsicht gab es natürlich keine offizielle Regelung, keine offiziellen Anordnungen. Das gestaltete sich je nach dem Zustand der Transporte ins Land. Ich kann gar nicht mehr denken. Mir fällt das Denken gar nicht mehr ein. Sind Sie zum ersten Mal wieder hier? Das erste Mal nach 40 Jahren. Da sprechen Sie heute noch mehr. Und Auschwitz gibt es doch nicht. Doch nicht wahr, es gibt doch keinen Auschwitz hier in Deutschland. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sowas hört, wenn die sowas erzählen?
ein Gefühl, als wenn man noch einmal vergast wird. So ein Gefühl ist das. Man denkt gerade, man hat sie hinter sich stehen, jetzt kriegt man noch einmal einen Kopfschuss. So ein Gefühl, das verliert man nicht. Das ist der einzige Trost. Wenn hier Leute rumlaufen würden. Mit Uniform, dann kennen sie ein Ladretz-Auto. Man kennt diese, über 40 Jahre. Blitzschnell zurückdrehen. Blitzschnell. Nur eine Uniform. Blitzschnell könnte man die zurückdrehen. Ja. Ich kann da nicht reingehen. Kriege ich Nervenzusammenbruch. Ich kann da nicht reingehen. Ich bin dann von hier nach Transport gekommen, nach Ravensbrück. Und von Ravensbrück nach Mauthausen, von Mauthausen nach Felsenbergen. Und da dann befreit worden? Da sind wir von den Engländern befreit worden. Jetzt geht's so langsam. Aber der erste Schock ist groß. Wissen Sie was, wenn jetzt neben mir einer wäre, der wird sich nur äußern. Ich stehe nie auf der Stelle umbringen. In der Verfassung, wo ich jetzt wäre. Das können Sie mir glauben. Die Lagernummer ist die letzte, glaube ich, 25.000 oder 24.000. Aber in Wirklichkeit wurden viel mehr umgebracht. Es wurden ja sehr viele Leute schon von der Rampe direkt in das Krematorium geschickt. Das waren ja nur die Leute, wo man zur Zwangsarbeit diese bekam hier eine Nummer auf der Hand. Sie hat sie ja auf der Hand. Gib mir her die Pixe hier. Man hat diese Leute wie Vieh tätowiert. Man hatte am Anfang sowieso die Idee gehabt, die Leute hier zu tätowieren. Und da ist man aber davon abgegangen, hat die Leute dann an der Hand tätowiert. Und die direkt in die Gaskammern kamen, die sind jetzt hier gar nicht registriert. Die wurden nie registriert, die kamen direkt gleich ins Lager. Ja, also direkt gleich in den Ofen. Das ist dadurch, weil die Lager überfüllt waren. War kein Platz da, haben sie die da vergast dann. Ja, und Kinder und alte Frauen, gebrechliche Leute, die kamen sofort gleich hin. Die kamen gleich hin. Das Krematorium. Das heißt, verfügbaren und die nicht verfügbaren sind, die sind gleich weg. Ich habe 27 Leute hier verloren. Aus den Aufzeichnungen von Rudolf Höss, Lagerkommandant von Auschwitz. Es blieben dann noch bis August 1944 ca. 4000 Zigeuner übrig, die in die Gaskammern gehen mussten. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten diese nicht, was ihnen bevorstand. Erst als sie barackenweise nach dem Krematorium 1 wanderten, merkten sie es. Es war nicht leicht, sie in die Kammern hineinzubekommen. Ich selbst habe es nicht gesehen, doch Schwarzhuber sagte mir, dass keine Judenvernichtung bisher so schwierig gewesen sei und ihm sei es besonders schwer geworden, weil er sie fast alle genau kannte und er in einem guten Verhältnis zu ihnen stand. Denn in ihrer ganzen Art waren sie eigentlich zutraulich wie Kinder. Das ist furchtbar, die Erinnerungen, die kommen immer, ist sehr schwer ein. Nee. Man kann da nichts damit dazu sagen. Nee, die Erinnerungen, die hat man schon immer gehabt in den Knochen. Und das, jetzt hat man das wieder so viele Jahre gesehen, jetzt ist es noch mehr ein. Und es ist sehr schwer zum Herzen. Nee. Waren Sie schon mal hier? Nein, jetzt nach der Kriegszeit zum ersten Mal wieder. Nee. Hm. Sie waren selber als Häftling? Ich war selbst hier drin. Nee. Meine Verwandten, meine Geschwister. Meine Eltern alle. Ja. Viele sind hier umgekommen. Trotz der widrigen Verhältnisse hat das Gros der Zigeuner, so viel ich beobachten konnte, psychisch nicht besonders unter der Haft gelitten, wenn man von dem nun gefesselten Wandertrieb absieht. Auch Krankheit und die hohe Sterblichkeit nahmen sie nicht so tragisch. Sie waren eben ihrem ganzen Wesen nach Kinder geblieben. Furchtbar, glaubt sowas. Waren Sie selber hier? Ja. Furchtbar, mein Lieber. Wenn du das so siehst, so alles. Es war ja viel schlimmer. Wo waren Sie genau, in welchem Block? Ach, da ganz hinten. Block 12. Und
Hier ist mein ganze Brüder, alle umgeht. Und dann sagen sie immer noch, das liegt in Auschwitz. Ich meine, dass es das überhaupt nicht gibt. Ja, überlegt euch das mal, ne? Das darfst du nicht mehr wiederholen. Wenn es so weitergeht wie die Bundesregierung, dann. Die Leute kriegen noch nicht mal ihre Wiedergutmachung. Das ist doch immer. Obwohl ich in Auschwitz viel Ärger mit ihnen hatte, waren sie mir doch meine liebsten Häftlinge. Sie zigeunerten so gerne überall herum. Am begehrtesten war ihnen ein Transportkommando. Da kamen sie überall hin, konnten ihre Neugier befriedigen. Ihrem Leben und Treiben zuzusehen wäre interessant gewesen, hätte ich nicht dahinter das große Grauen gesehen. Den Vernichtungsbefehl, den in Auschwitz außer mir bis Mitte 1944 nur die Ärzte kannten. Diese hatten die Kranken, besonders die Kinder, unauffällig zu beseitigen. Und gerade die hatten solch Zutrauen zu den Ärzten. Nichts ist wohl schwerer, als über dies kalt mitleidlos, ohne Erbarmen, hinwegschreiten zu müssen. Moment, ich fang da Ja, Martha. Ja, ich. Und noch eine ältere Schwester, die ist auch Martha. Rosalie. Ja, meine Schwester. Ja. Martha. Ja, ich. Gestorben. Ach, das war meine älteste Schwester mit den Kindern alle. Alle vergast geworden und die Deka alle. Na ja, das ist doch klar. Das ist es. So. Das ist meine Schwester mit den Kindern, wo vergast sind geworden. Schön. Und mein Vater, von meinem Vater? Mein Vater wäre nur mehr in der Vater, seine Nummer weiß ich ja nicht mehr. Ein bisschen Suppe ist meine Mutter geschlagen geworden von den Blattläusen. Und nach dem Schlag ist meine Mutter hier drin gestorben. Mein Vater ist auch geschlagen geworden, ist auch dran gestorben. Auch. So sind sie von die SS geschlagen geworden. Durch Zufall, durch Transport, durch Zufall hat mich ein Arzt gesagt, ich kann noch arbeiten, weil meine älteste Schwester noch mit bei war und meine andere. Und dadurch bin ich auf den Transport gekommen, ab nach Ravensbrück mit. Sonst hätte ich gar nicht mehr raus. Ich sollte auch mit hier vergast werden. Ich auch, weil ich zu klein war. Und der Arzt sagte, aber ich kann arbeiten
und hat mich mit durchgeschoben. Der Arzt war gut, der mich hat auf den Transport gekommen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Arzt das war, wie er heißt. Mhm. Das weiß ich nicht mehr. Wer nicht arbeiten konnte, hat überhaupt keine Chance. Nee, gleich weg. Sehen Sie hier die Rasenanpflanzung. Die haben wir als Kinder müssten mit betonieren. Die Rasenpflanzung hier für die Blöcke. Und dann die großen Steine. Ja, und die Steine schleppen. Alles. Das mussten wir Kinder machen. Wir haben das müssten machen. Sehen Sie. In die Nacht haben sie alles gebracht. Und dann haben sie uns weg. Das haben wir gesehen. Ja, da kamen wir weg. Abends kamen wir noch weg. Abends sind wir noch weggekommen. Ja, da ist, die sind noch abgefahren mit uns. Die wollten schon aufsterben, wisst ihr? Und dann haben sie alle die Waggons getrieben und klatsch, klatsch, klatsch zu. Und die haben geschrien da drin in das Lager. Unsere Wudabi, die Weiber und die Kinder und das. Ja, aber alles. Da haben sie aber doch schon verbrannt alles. Ja, da haben sie schon angefangen. Ja, haben nee, die haben nicht verbrannt. Die haben uns erst da wegtransportiert. Und da, wie wir wegkamen, und da kamen dann noch Polen und Juden, kamen da noch bei uns in das Männerlager. Und die haben uns erzählt, die wollten noch denselben Abend, wollten die, wie wir, aber die wollten uns erst weghaben. Ja, genau. Da wurden die noch verbrannt. Ja, genau. So war das. Am letzten Tag oder? Am letzten Tag, wie wir mit den Waggons weggekommen sind. Wie wir weggekommen sind. Von Birkenau. Da sind wir doch erst noch nach Birkenau, in das, wo das Zigeunerlager war. Da waren die, da ist die Rampe gewesen mit den Waggons. Ne? Und von da sind wir weggekommen. Und dann diese dieselbe Nacht, wo wir wegkamen, da wurden die noch vergast und verbrannt. Die hier geblieben sind. Die da in Birkenau geblieben sind. Also wie die Frau und die Kinder und die, wo nicht arbeiten konnten. Die hat dann Dr. Mengele ausgesucht, ja, ob sie arbeiten kann oder nicht. Und wir wurden in den Arbeitseinsatz gemacht, die anderen Lagers kamen wir denn. Was machen sie heute mit uns fast? Heute werden wir fast genauso wieder behandelt. Heute fast genauso. Wir haben große Angst dafür. Aber es wird ja immer gesagt, sowas passiert nie mehr. Da haben wir Angst jetzt um unsere Kinder, bis das passiert wird. Da sind wir alle. Uns selber nicht mehr. Aber um unsere Kinder, bis das passiert ist, wäre jetzt nochmal. Gehen Sie mal hin, was machen Sie denn mit uns? Wenn Sie Herrn Zigeuner, was machen Sie mit uns runter von die Ämter, runter? Signieren die Leute, bis sie umfallen. Die können sehen, sie liegen da tot, da sagen sie noch nichts. Ja, weil doch die Nazis wieder dran sind. Die waren und sind immer noch dran. Da werden wir heute noch gequält, was der Romani macht. Der Romani ist auch schon genug gequält geworden. Genug, was der arme Junge herhalten muss, das weiß keiner nicht von den anderen. Nee, das wissen die. Das wissen die nicht, aber wir sehen das und wir wissen was das. Der muss kämpfen, was der muss quälen, der sie und die Zigeuner. Bis die Zigeuner ihre Rechte ein bisschen behalten werden. Und danach gewinnen wir alles. Die Ursachen, die zur Konsequenz von Auschwitz geführt haben, die werden auch heute noch gegenüber Sinti und Roma in der Bundesrepublik praktiziert. Und zwar die Aussonderung und die öffentliche Kriminalisierung unserer gesamten Volksgruppe. Die Aussonderung geschieht eben durch die LKAs, also die Landeskriminalämter, einschließlich des Bundeskriminalamtes, wo Sinti und Roma nur aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit einer Sondererfassung unterliegen. Die öffentliche Kriminalisierung geschieht durch Pressemeldungen der Polizei, die nicht Müller oder Meier nennen, sondern eben die ethnische Zugehörigkeit ganz einfach in den Vordergrund stellen und damit eine ganze Volksgruppe kriminalisieren. Das waren im Dritten Reich die Ursachen, die nach Auschwitz geführt haben, indem man damals eben Sinti, genauso wie jüdische Menschen, öffentlich kriminalisiert hat, um damit dann später Auschwitz zu ermöglichen. Meine Schwester ist umsonst hier reinkommen, die hat sich noch gemeldet, dachte, meine Eltern leben hier. Jetzt, was die Älteste ist, ne? Die Älteste ist hier umgekommen mit ihren ganzen Kindern. Aber die hat noch nicht ein bisschen Haftentschädigung gekriegt. Nicht ein Pfennig hat die bis heute noch nicht gekriegt, ja. Es war doch auch so gewesen, dass praktisch die Akten, die Nazis angelegt haben, die wurden doch weiter verfolgt bis 79, aber auch bis 76 und in der 60er Jahre, da hatten sie die gleichen Akten noch. Und da hatten sie auch die Verbrechen von den Sintis, hatten sie doch.
Da haben teilweise dieselben Leute darüber entschieden, die damals die Entschädigung gemacht haben. Und wer einer, die haben dann nicht gesagt, die sind nur nicht, das waren Asoziale, das waren kriminelle Elemente, die sind im Lager gekommen deswegen. Und deswegen haben sie auch keine Entschädigung bekommen. Waren quasi zurecht im Lager. Zurecht im Lager, so sahen es aus. So haben sie das hingestellt. Ja. Da haben das Geld gespart, ja, so sieht das aus. Die haben da unter dem Tisch weitergehandelt, deswegen. Ich war auch noch her später, wie die Sinti und ihre Rechte durchgesetzt haben. Und zwar, wie Romani das anfing noch her und wie die Entschädigungssache. Da war das zu spät gewesen, da war nämlich die Zeit verstrichen, weil nämlich der Stichtag abgelaufen war. Da haben sich gehalten an den Stichtag und da war Ausscheiden, da gab keine Entschädigung mehr. Die haben das doch sogar gemacht, da haben sie das Sinti unterschreiben lassen, nicht wahr? Und haben gesagt, unterschreiben Sie mal hier. Die konnten nicht lesen, nicht schreiben, haben drei Kreuze gemacht und in später noch, da haben sie 5.000 Mark Abfindung bekommen. Und in Wirklichkeit hätten sie ein bisschen mehr bekommen. Ja, das war die Härteausgleich. Weil ich nicht lesen und schreiben kann, ne? Was mich die Behörde schon betrogen hat mit Geldern, weil ich nicht lesen und schreiben kann. Ne? Und weil sie denken, man ist nicht mehr richtig da, verstehen sie, weil man sehr krank ist, da muss man schon tot offen liegen, dann sind sie erst bei die Behörde hier krank, bei die deutsche Behörde. Der Sinto ist ein minderwertiges Volk, das ist sowieso ein asoziales Volk und mit denen können wir machen, was sie wollen. Und der meiste Sinto war doch so gewesen, der war vom Lager aus schon, von Haus aus war er verängstigt. Und wenn da irgendwo einer aufgetreten hat, hat er sich verdrückt und hat gemacht, hat auch gar nicht mehr aufgetreten. Heute wird das nicht mehr passieren. Heute nicht mehr. Das kann ich, da gebe ich Brief und Siegel drauf. Wenn da die Behörde sich aufliegen tut, dann sind wir aber da. Und wir wollen unsere Rechte haben. Und weiter nichts. Jeder Mensch, der lebt und ist geboren, der hat das Recht zum Leben. Und jeder Mensch, wir wollen nicht mehr wie die anderen. Wir wollen das gleiche Recht, nur wie jeder andere Mensch. Durch die diskriminierende Praxis der Wiedergutmachung ist es so, dass es in der Bundesrepublik sehr viele Sinti gibt, die 2-3 Jahre in Konzentrationslager waren, die aufgrund ihrer Verfolgung schwer gesundheitlich geschädigt wurden und die heute von der Sozialhilfe leben müssen. Dies ist dem Anspruch der Bundesrepublik unwürdig. Und vielleicht möchte ich noch eines hinzufügen. Die Sonderbehandlung von Sinti und Roma, die Sondererfassung, begann ja eigentlich schon in der Weimarer Republik. Das war ja auch ein demokratischer Staat. Und sie hatten die Vorarbeit geleistet, die damals den Nazis den Holocaust, also fast lückenlos, ermöglichte. Unsere Sorge ist ganz einfach, dass es gibt keine Garantie, dass die Bundesrepublik nicht eines Tages wieder eben durch ein totalitäres Regime ersetzt wird. Und dann wären Sinti und Roma eben diesen totalitären Regime genauso wieder ausgesetzt. Dies wollen wir verhindern. Die systematische Erfassung der in Deutschland lebenden Zigeuner wurde bereits seit 1899 mit der Einrichtung einer speziellen Zigeunerpolizei betrieben. Ab 1936 war Dr. Ritter Leiter der Rassenhygienischen und Bevölkerungspolitischen Forschungsstelle am Reichsgesundheitsamt in Berlin. Zusammen mit seiner engen Mitarbeiterin Eva Justin konnte er bei seinen rassenbiologischen Untersuchungen auf die von der Zigeunerpolizei bis dahin gesammelten Daten zurückgreifen. Nach Rassenzugehörigkeit, Personenstand, Abstammung, biografischen Angaben, Erwerbstätigkeit, vermeintlichen Charaktermerkmalen und dem Grad der Asozialität wurden ganze Sippen vollständig erfasst. So entstand ein fast lückenloses Archiv aller in Deutschland lebenden Zigeuner. Mit pseudowissenschaftlichen Methoden versuchte Ritter, typische Merkmale der Zigeunerrasse herauszufinden. Z
Zigeunerfamilien wurden von Spitzeln nach ihrer Herkunft und ihren Verwandtschaftsbeziehungen befragt. Mit deutscher Gründlichkeit entstanden so genaueste, meterlange Stammbäume der Familien. Hier als Wissenschaft bezeichnet wurde, war jedoch die Vorbereitung zur Ausrottung der Zigeuner. Diese Forschungen waren die Grundlage für ihre fast vollständige Überführung in die Konzentrationslager. Ritter wusste um die Konsequenzen seiner Arbeit. Bereits 3 Jahre, bevor Himmler den Befehl zur Vernichtung der Zigeuner gab, schreibt er: Dr. Ritter, Berlin-Dahlem, den 13. Mai 1938 an den Präsidenten des Reichsforschungsrates, Herrn Staatsrat Prof. Dr. Sauerbruch. Die bisherigen Arbeitsergebnisse haben schon deutlich gezeigt, dass mit den sozialpolitischen und polizeilichen Maßnahmen gegen das Zigeunerwesen im Laufe der letzten 100 Jahre im Grunde genau das Gegenteil von dem erreicht wurde, was wir vom rassenhygienischen Standpunkt aus erwarten müssen. Denn es wurde, wie sich nachweisen lässt, durch Sesshaftmachung und Assimilierung eine äußerst fragwürdige Mischlingspopulation und ein Lumpenproletariat schlimmster Sorte geschaffen. Wir werden in Kürze in der Lage sein, praktische Vorschläge für eine gründliche Neuregelung der Zigeunerverhältnisse in Deutschland vorzulegen. Ab 1943 konnten auch Zigeunermischlinge ohne Begründung deportiert werden. Als solche galten jene Zigeuner, unter deren 16 Urgroßeltern 2 Zigeuner oder Zigeunermischlinge waren. In einem Arbeitsbericht schreibt Ritter: Die rassenhygienische Forschungsstelle ist schon heute in der Lage, sich über den Mischlingsgrad und den Erbwert jedes einzelnen sogenannten Zigeuners sachverständig zu äußern, sodass der Inangriffnahme rassenhygienischer Maßnahmen nichts mehr im Wege steht. Schließlich erstellte Ritter gutachtliche Äußerungen, die für den Untersuchten einem Todesurteil gleichkamen. Aufgrund der Unterlagen, die sich in dem Zigeunersippenarchiv der Forschungsstelle befinden, wird als Ergebnis der bisher durchgeführten rassenkundlichen Sippenuntersuchungen die Rassendiagnose Zigeuner gestellt. Obiger Rom-Zigeuner gehört einem Händlerschlag an, welcher bestimmte rassische Merkmale mit den Juden gemeinsam hat. Trotz dieser eindeutig rassischen Verfolgung wurden nach dem Kriege viele Wiedergutmachungsanträge mit der Begründung abgelehnt, Zigeuner seien als Kriminelle und Asoziale in die KZs gekommen. Ritter und Justin dagegen waren nach dem Krieg weiterhin als Ärzte tätig. Kein wurde jemals vor Gericht verurteilt. Wir haben da oben in Koblenz den Stammbaum, den der Herr Ritter und die Frau Justin damals in dem Rassebiologischen Institut gemacht haben, von eurer Familie gefunden. Das heißt, da sind bis zurück ins Jahr 1812 alle Familienmitglieder aufgeführt mit den Verzweigungen, wer wen geheiratet hat, wer welche Kinder hat. Alles mit dem Sindenamen dazu, mit euren eigenen Namen. Das ist in der Reihenfolge, so der, diese ganzen Bogen und einer dieser Bogen, da steht dann da drauf Rutscher und Kescherler. So, ich hab Rutscher Johanna geboren, 15.05, Kescherler Eva. Und es sind dann, das geht bis zurück, bis zur Franziska, also die Mutter ist alles drauf. Und geht dann weiter, so, ja, die ganzen Familienmitglieder, gibt es dann für jede Familie so den Zweig. Und das, die beiden, die du hast, das sind so die Zweige von der Kirche. Und so wie die Leute da aufgeführt worden sind, sind eigentlich auch registriert worden.
und dann ins KZ wandert. In Lizza. Guzman. La Corondola. Lizza und dann Franziska. Rappeli. Gutspapo. Burle. Wie viele sind da ungefähr umgekommen im KZ von der Familie? Die Auswirkungen. Die Mama weiß es, waren es über, in Auschwitz allein über 50. Nur in Auschwitz, ne? Aber es waren ja noch von ihrer Mutter ihre Seite. Das wissen wir gar nicht, weil wir mit den Leuten gar keine Verbindung haben wir nicht gehabt und bis jetzt auch noch nicht. Ne, ja, ausgewachsen sind. Was da von meiner Großmutter ihre Leute, was da in Lache umgekommen sind, das wissen wir gar nicht. Und von meinem Großvater auch nicht. Wir wissen jetzt gerade, was die engsten Verwandten von ihr, die Schwestern, Nichten, Neffen. Ne? Geschwister, ja. Das waren schon über 50. Die Schwägerin von mir alle. Schwägerinnen. Wie viele haben wir überhaupt überlebt? Wir sind rausgekommen vom Lager. Vier Stück. Nein, das sind nur von Geschwistern. Von Geschwistern. Und von den Enkelkindern zwei Stück. Drei Stück. Ja, mit der Angela. Mit der Angela drei Stück. Und 40 sind drin geblieben. Sie wissen das gar nicht, dass die sowas angefallen haben. Nee, das war kein Mensch. Das wissen wir gar nicht. Das ist das Erste, was wir hier zu sehen haben, die ganzen Jahre. Das hat kein Mensch gewusst. Das war der eine Teil, den wir gefunden haben. Und dann haben wir noch einen zweiten Teil gefunden. Und nämlich Bilder. Ja, das gibt's ja. Das ist das Hammer. Das ist schon älter hier. Ja. Sohn von Peter Reinhardt und Franziska. Ach, lieber Gott, nun war das nicht allerhand. Das erste Mal, wo ich von meiner Onkel Bilder sehe. Das erste Richtig. Mal. Normal. Erste die anderen Bilder haben wir. Sind so verschwunden. Erste Mal. Nee. Die Frau, die im Hintergrund weint, weil sie auf dem Foto ihren Vater erkannte, kämpft seit 20 Jahren vergeblich um Entschädigungszahlungen. Sie hat keinerlei Hoffnung mehr, als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt zu werden. Wegen der nervlichen Belastung wollte sie auch nicht mehr gefilmt werden. Sie bat uns, ihre Unterlagen zu veröffentlichen. Fürth in Bayern, 25.02.1979. Ich, Unterzeichnete, wurde am 31.08.40 als Tochter der Eheleute Emil und Anna Christ in Gablons in der CSSR geboren. Als ich 2 Jahre alt war, kam ich mit meinen Eltern und meiner Schwester nach Auschwitz. Wie mir mein Vater es mir erzählt hat, waren wir in verschiedenen Lagern. Unser letztes Lager war Ravensbrück. Ungefähr 14 Tage vor der Befreiung der Amerikaner starb meine arme Mutter an Unterernährung. Bayerisches Landesentschädigungsamt, den 24. August 1967, mit formloser Anmeldung vom 3.11.65 und Antrag vom 19.09.66 hat die Antragstellerin erstmals unter anderem Entschädigungsansprüche für den erlittenen Schaden an Freiheit und Schaden im beruflichen Fortkommen geltend gemacht. Sie lässt vortragen, dass sie von ihrer Inhaftierung erst durch eine im Oktober 1965 erteilte Auskunft des Landessuchdienstes Arolsen erfahren habe. Der Antrag ist nicht zulässig, weil er verspätet erhoben wurde. Wir kamen dann zu meiner Großmutter nach Fulda. Wie Sie ja selbst wissen, war auch das eine schwere Zeit nach dem Krieg. Wir hatten auch da wenig zu essen, auch fehlte es auch an Kleidung. Aber nach der Lagerzeit war es doch wie im Paradies. Der Regierungspräsident Köln, den 3.8.82, sehr geehrte Frau Franz, mit Antrag vom 30.11.81 haben Sie um Bewilligung einer Beihilfe zur Abgeltung von Härten im Rahmen der Wiedergutmachung gebeten. Hierzu tragen Sie vor, aus rassischen Gründen von den Nationalsozialisten verfolgt
und in der Zeit vom 17.03.43 bis Mai 45 im KZ-Lager Auschwitz-Birkenau inhaftiert gewesen zu sein. Ihrem Antrag kann ich nicht entsprechen, weil Sie nach den Richtlinien der Bundesregierung nicht beihilfeberechtigt sind. Nach diesen Richtlinien ist nur der Antragsteller berechtigt, der als Opfer nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen erhebliche Gesundheitsschäden erlitten hat. Aus der hier vorliegenden Akte des Bayerischen Landesentschädigungsamtes in München ist ersichtlich, dass Ihr Antrag auf Entschädigung für Schaden an Körper und Gesundheit als unbegründet abgelehnt wurde, da eine Minderung der Erwerbsfähigkeit unter 25 von 100 vorlag. Da ich immer krank und schwach war, kam ich erst mit 10 Jahren in die Schule. Mit 17 Jahren lernte ich meinen Mann kennen und heiratete. Ich habe 5 Kinder. Mein Mann war genau wie ich auch Verfolgter und hat keinen Beruf erlernt. Er ernährte mich und seine Familie durch ein Wandergewerbe. Vor 3 Jahren hatte mein Mann eine schwere Operation. Seit dieser Zeit leben wir von einer Arbeitslosenhilfe. Ich bin nervlich am Ende. Ich habe Tage und Stunden, da ich an Gott und Gerechtigkeit zweifle, weil alle meine Bemühungen um eine Haftentschädigung abgelehnt worden sind. Verwaltungsgericht Köln, den 23.12.1983. In dem Verfahren der Frau Eva Franz gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Regierungspräsidenten Köln, wegen Härtefonds für nichtjüdische Verfolgte des NS-Regimes, ergeht folgendes Urteil. Gemäß § 74 Verwaltungsgerichtsordnung muss die Verpflichtungsklage innerhalb 1 Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheides erhoben werden. Diese Frist hat die Klägerin versäumt. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. Das sind alle umgekommen da, bis auf 2 Stück auf die Mama. Und dann die Mama und da war eine Schlange drin gewesen, dann ist er umgekommen worden. So ein Kapper hat ihn totgeschlagen. Der ist unter Transport, ist der gekommen, der kam in anderer Lage, ist auch vergast worden. Und der ist totgeschlagen worden? Der ist totgeschlagen worden. Von der Kapo. Der ist von seiner Arbeit, mit Arbeitsleiter, von Arbeit, von den Arbeitsstuhl ist er weggekommen, von dem Tisch. Und ist in den Lager reingekommen. Dann hat er gesagt, lassen Sie mich doch bitte, kurz 5 Minuten Zeit, bis habe ich mich umgezogen. Da haben sie ihm noch nicht mal das Zeit gelassen. Da haben sie in die Arbeitsleiter, ist in den Konzentrationslager reingekommen, mit 6 Kindern. Ein paar Jahre. Ich bin in Erlangen. Ich weiß gar nicht, was ich in Erlangen gemacht habe. Da waren welche von uns gestanden und bin in die Stadt rein. Und wie es jetzt geht, von Laden zu Laden, automatisch. Und die ganze Rede ist mir ein Detektiv nach, ich habe das natürlich nicht mehr. Und ich gehe in den Laden rein, ich schaue mir ein Kleid an. Ich wollte mir aber wirklich nichts kaufen, wollte mir nichts kaufen. Nur anschauen, wie es der Bummel machen tust. Und war noch die Puller bei mir. Schauen wir Kleid an und hängst wieder rein. Geh runter, auf einmal kommt der Detektiv die Treppen rauf mit Polizei. Hat er gesagt, ja, ich nehme sie schon nach, die ganze Leben, wo sie sind. Sie wollen klauen. So muss ich das sagen. Und ich war noch nie fürs Klauen, noch nie. Ja, haben wir erst mal rumgestritten mit denen. Also die Polizei rauf, Bilder machen, Finger abdrücken. Aber ich sag, für was? Haben wir was geklaut? Wollen Sie sagen, habt doch eine Zuglassung, ich hab doch mit mir nichts zu Schule kommen lassen. Wieso soll ich da Fingerabdrücke machen? Und Bilder. Hab ich doch nicht machen lassen. Ja? Kleinstadt-Idylle hinter Hecken und Zäunen. Irgendwo in Deutschland. Direkt gegenüber den Wohnhäusern macht 2-mal im Jahr eine Roma-Familie Station. Das zuständige Forstamt lässt einen Erdwall aufschütten, um ihnen den Zugang zum Platz zu erschweren. Von 3000 Einwohnern hat sich jeder Dritte an einer Unterschriftenaktion gegen die Roma beteiligt. Als wir Bewohner befragten, wollte sich kein einziger daran beteiligt haben.
Wir sind weiter weg. Das sind mehr die da drüben, die belästigt werden. Aber mir weniger. Nichts gekriegt. Gibt es eine Bürgerinitiative, die Räumung von dem Platz? Das wollten. Weiß ich aber vorhin nicht. Sie sind dabei gestanden. Ja, in der Zeitung habe ich was gelesen. Ja. Sie haben nichts mitgekriegt oder Unterschrift hergeben? Nein, oder so? Komm. Ja. Ja, die sollten nicht so dicht hier ans Wohngebiet, die können ja weiter unten auf der Wiese lagern, wo sie früher auch gewesen sind. Früher waren sie da, wo jetzt die Wildschweine sind. Da sind sie jahrelang gewesen, was ich weiß. Jetzt auf einmal hier vorne dicht an die bewohnten Häuser, ne? Mhm. Und sonst habe ich nichts gegen die Leute. Ja, also, ich selber bin nicht betroffen gewesen. Aber andere Leute haben erzählt, dass wir ihnen einfach das Wasser geholt haben. Ne? Und ein Geldschein da unten, ein Mann aus der Brieftasche rausgeholt haben. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht, die Polizei habe ich zwar gerade gesehen, aber wie weit es da gestimmt hat und so, das weiß ich nicht. Selber persönlich? Nein, zu mir selber sind sie nicht gekommen. Ich habe eigentlich selber keinerlei Nachteile gehabt oder was nicht. Es ist für die Leute nicht schön, dass kein Wasser haben und nichts. Ne? Ja, aber es ist auch da nicht schön, wenn du so durch einmal spazieren bist oder was. Und überall tritt es den Scheiß hinein, auf Deutsch gesagt. Ne? Sagen Sie, haben Sie selber mal irgendwie negative Erfahrungen gemacht? Nein, also so. An und für sich haben wir wenig gehabt. Mal sind auch nicht durchgegangen, ob man nicht ihre Wäsche waschen. Ne? Also, ob sie in die Waschmaschine gehen, die Wäsche waschen können. Waschsalon oder so. Wahrscheinlich ein Waschsalon können sie doch ihre Wäsche waschen. Ich tue doch da nicht. Ob sie gar meine wasch ja nicht, wo sie drin haben. Am Fremden sei Wäsche, meine Waschmaschine, ne? Haben Sie unterschrieben bei der Liste, die dann rumgeht? Da habe ich gar keine geschrieben. Nein, ich habe gar keine geschrieben. Ist ja denke ich gerade das große, wenn wir da Anlieger sind, dann müssen alle zusperren, Wasserleitung müssen aufsperren, alles mögliche, dann haben sie noch die Frechheit und kommen in die Häuser rein. Okay. Ganz und so und dann noch. Die sollen die Wäsche gewaschen haben und so weiter, ne? Ich meine, ich kann das einsehen. Aber es sind doch Plätze irgendwie da. Und wenn die mir kommen, wie wenn hinkommen, dass sie die Parkplätze fahren können, wo Wasser und alles da ist, sollen sie das aussitzen. Mhm. Oder sollen wir jedes Jahr so die Deppen sein? Haben Sie da hat der Bürgerinitiative gegeben? Ja, freilich. Der Bericht wäre richtig. Aber richtig. Was waren denn so die Forderungen von der Bürgerinitiative? Das heißt, die Forderungen sind keine da, die sollen verschwinden von da. Bericht einer in Auschwitz inhaftierten jüdischen Ärztin. Im Juli 1944 wurde die Stimmung im Zigeunerlager noch gespannter als sonst. Das Lager war nicht mehr groß. Von den 20.000 Zigeunern waren nur noch 6.000 übrig. Der 31. Juli 1944, ein Montag, brachte nachmittags neue Überraschungen. Um 4 Uhr sichtete der Lagerarzt den Kinderblock noch einmal nach Arbeitswegen, die mit nach Auschwitz genommen werden sollten. Dann folgten die Ereignisse Schlag auf Schlag. Kaum hatte das Personal, mit Ausnahme der Juden, das Lager verlassen, wurde sofort strengste Blocksperre angeordnet. Ehe ich zu meinen Kindern in den Waisenblock eilen konnte, war die Lagerstraße schon von schussbereiter SS abgesperrt. Schnell flüchtete ich mich zu den Kollegen in den Infektionsblock, in dem Gefühl, wenn schon, dann mit ihnen zusammen den letzten Gang anzutreten. Die Patienten wussten auch, worum es ging. Einige weinten leise vor sich hin, andere beteten. In der Ferne fuhren Autos an und verschwanden in der Stille. Nach einer knappen halben Stunde kehren die Wagen zurück zu unserem Block. Wir sind an der Reihe. Die Türen werden aufgerissen, SS stürmt herein, begleitet von 4 Häftlingen. Der Anführer der SS sieht uns der Reihe nach an und erkundigt sich nach der Belegstärke des Blocks. Die Räumung beginnt. Die Menschen werden aus den Betten gezerrt, wie Bündel gepackt und hinaustransportiert. SS und die 4 Häftlinge helfen zusammen, jeder seine Leute überzählend. Wir stehen dabei und müssen ohnmächtig zusehen. In wenigen Minuten ist der Block leer. Jedes einzelne Bett wird noch einmal kontrolliert, unter den Matratzen mit Stöcken herumgestochert, jede Ecke des Blocks abgeleuchtet. Der Block wird wieder verriegelt und die SS zieht mit ihren Opfern ab.
Am nächsten Morgen, dem 1. August, war das Zigeunerlager, das tags zuvor 3.500 bis 4.000 Köpfe gezählt hatte, leer und im Gegensatz zu dem sonst schwirrenden Gepappel lautlos. Zwei Kinder von 3 und 5 Jahren, die in ihre Decke eingemummelt alles überschlafen hatten, kamen sich an der Hand führend weinend ob der Verlassenheit aus dem Waisenblock. Sie wurden nachgeliefert. Hier sind zwei kleine Kinder lang gegangen. Hier. 8-, 9-Jährige und 12-Jährige. Hat der Posten da, der da auf den Stand war, hat er den einen totgeschossen und den einen hat er hier die Hand weggeschossen. Zwei kleine Kinder, weil sie da am Graben rangegangen sind. Und das hier, das ist Zigeunerland. Ja, das ist Bergenau. Und da haben die Öfen gestanden. Da sind ja noch die eiserne Dinger da, aber der Ofen ist weg davon. Da hat eine Flamme rausgeschossen von 6-7 Meter. Das, wenn wir durch die Kupplöcher geguckt haben. War immer Blocksperre, wenn die Transporte kamen, nicht? Wenn sie verbrannt wurden. Sechs hier und sieben und vorne sieben, das sind 14 Stück in einem Bett. Und das waren alle mit so einer kleinen verlausten Decke, waren sehr viele Läuse und Krankheiten. Und ich habe einen schweren Typhus gehabt und Fleckfieber. Ich war schwer krank und musste mit einer Tote zusammenschlafen. Rücken an Rücken, ist wirklich wahr, ein junges Mädchen von den Ungarn, ne? Sind die gar nicht rausgeholt worden, oder? Nee, die haben sogar, wer hat sich schon darum gekümmert? Gemeldet worden vorne. Keine haben sich doch nicht gekümmert und die hier so sowas ein bisschen zu sagen hatten, die Stummelzen und der Blockelze hat sich doch nichts um gekümmert. Der hat doch gesehen, wie der hat gelebt wie Gott in Frankreich. Ne, der hat gut gelebt, die waren noch alle vollgefressen. Sieht man auf die Bilder hier auch noch davon. Die wollen hier da. Und die anderen, die haben Hungertyphus gekriegt. Ne? Und hier sind meine ganzen Leute geblieben, meine ganzen kleinen, meine Geschwister und die ganzen Kinder davon. Sind alle ein nach dem anderen abgestorben und keiner konnte helfen. Ja, und die helfen konnten, die haben nichts getan. Ja. Mehr kann ich im Moment auf die Schnelle auch nicht sagen. Ich sage Ihnen nur, dass eine, wir haben schwer gelitten. Und das werde ich nie mein Leben vergessen. Und ich bin jetzt im Moment so nervös, dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Und ob ich weinen oder lachen soll, das kann ich jetzt auch nicht mal sagen. Ehrlich. Weil ich habe richtig Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke. Denn, und was ist das schon? Ich kriege 519 Mark. Und dafür habe ich 3 Jahre gesessen. Für nichts und wieder nichts. Leute. Na? Und bin schwer krank, arbeiten kann ich so und so nicht. Es gibt ja auch keine. Ja. Ne, weil sie immer erzählen, die Leute kriegen so viele Wiedergutmachungen, so viele Gelder und alle. Wir kriegen immer, man kriegt überhaupt nichts. Die kriegt nicht einen Groschen. Der kriegt ein paar Mark von Sozialamt. Davon leben wir und ein bisschen hausieren. Nirgends ist ein Baum zu sehen, wir müssen alle durch den Schamstein gehen. Nur dort können wir die Freiheit sehen. Im Wald um die Bistringa, die größte und beste Musikerkapelle von ganz Groß Auschwitz, war hier im Zigeunerlager beheimatet. Da haben sie spielen müssen, abends von 7 bis um 9 für die Häftlinge? Nein, für die SS-Angehörigen. Wenn es dunkel geworden ist, dann hast du hier gesehen, aus den Schornsteinen, es waren hohe Schornsteine, quadratisch geformt, meterhohe, blutrote Flammen mit Rauch. Du hast das Geschrei gehört und da drüben haben sie in der damaligen Zeit Jazz gespielt für die SS. Dann der Marsch von den Berlin, die Gesindländer. Und Schweine, Hunde, Seo Moseli, Seo Weißer. Bei Schrenz-Tarzmisch an Berlin hat. Und haben sie da gespielt und hier sind sie zum Schornstein gegangen. Da gesungen, hier vergast. Ja. Und verbrannt. Hier ist auch mal ein polnisches Kommando vergast worden. Sonst liegt man in Giewenzel. Aber wenn sie vergasen, wenn dann die Lager wegen Giewenzel, die waren nicht in der Nationalhymne. Aber alle der Krematoriums wurden getötet, die Goldzähne ausgerissen wurden.
6 Ofen zur Befreundung der persönlichen Dokumente und nutzlose Gegenstände der Opfer. Der 6. war das hier, ja. Mit den Sachen wurden hier sogar die Öfen gefeuert. Hier ist jeder Ofen separat gefeuert worden von unten. Da hat man sie reingeschoben. Erst hat man 4 gehabt und zuletzt waren es zu viele, weil dann die Transporter, die liefen hier dann von Ungarn ununterbrochen. Man konnte sagen, das war hier ein Umschlagplatz für Kriegsmaterial. So liefen hier die Gitterziege ein. Und dann zuletzt hat man sie jedes so vier und dann nochmal 4. Jedes Mal 12 Leichen. Da hat man sie da reingekippt. Sobald wenn der Wagen vorne anfuhr, hat er sich hinten etwas gehoben, man konnte da auch noch etwas mithelfen und dann sind sie reingerutscht, hier in die Öfen rein. Übrigens, die hatten ein ganz schönes Volumen gehabt. Ob man hier abends nicht das Jammern hört? Na, das muss ich, glaube, jeder kann doch nicht so einfach verloren gehen. Wir selbst waren mit den Sintis das erste Mal dort. Im Kopf die dunklen schwarz-weiß Bilder der Krematorien und Gaskammern. Mit der Kamera haben wir diese Bilder wieder gesucht und stattdessen eine für uns makabre Idylle vorgefunden. Diese Aufnahmen sind zu schön geworden, um etwas von damals mitzuteilen. Erst durch die Erzählungen der Sintis haben wir einen Teil dieser Schrecken miterleben können. Von ihrer Angst erfahren, die sie heute noch haben. Was wir trotzdem zuerst nicht verstanden haben, dass sie am Ende den Besuch als Erleichterung feiern konnten. Dass Weinen und Lachen für sie gerade auch an diesem Ort zusammengehören.